Ja, hallo liebe Natural Bodybuilding-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei Melissas GmbF-Talk. Heute zu Gast Remo Rabe und ich freue mich wirklich sehr, dass er heute bei mir ist. Hallo lieber Remo. Hallo Melissa, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich wieder bei dir zu sein und ich würde mich einfach mal direkt vorstellen. Gerne. Genau, ich bin Remo Rabe, 30 Jahre alt, jetzt geworden im Februar. Die magische 3 ist da. Ansonsten, ich bin auch ambitionierter Wettkampfathlet, habe auch meinen ersten Wettkampf 2014 gemacht, bin leidenschaftlich im Training jetzt schon seit 11 Jahren und sehe auch eigentlich kein Ende in Sicht, denn ich will eigentlich der stärkste Opa der Welt werden. Und genau, bin jetzt schon wirklich seit 11 Jahren selbst im Training, habe meinen ersten Wettkampf 2014 gemacht, habe insgesamt bisher 3 Wettkämpfe bestritten und habe auch noch 2022 dann auch noch ein oder vielleicht auch 3 Wettkämpfe geplant. Wir schauen mal. Schön. Remo, vielleicht magst du uns ein bisschen was darüber erzählen. 2014 hast du deinen ersten Wettkampf bei der GmbF bestritten. Wie war das für dich damals? Meinen ersten Wettkampf hatte ich ja 2014 und ich war mehr oder weniger eigentlich noch nicht so richtig vorbereitet. Habe da auch wirklich 8 Wochen lang, wir hatten schon mal darüber, 8 Wochen lang nur Shakes getrunken, nur Shakes mit Wasser und Proteinpulver eigentlich und war auch sehr flach, noch nicht bereit gegen diese ambitionierten Wettkampfathleten damals. Ich habe dort auch im Bodybuilding gestartet, im Leichtgewicht und bin da doch schon ein bisschen untergegangen, denn wie gesagt, ich war komplett flach. Ich wurde auch nicht geladen und da habe ich auch so ein bisschen das Vertrauen in Coaches so ein bisschen verloren, muss ich sagen. Und habe dann auch für mich vorgenommen, die nächsten Wettkämpfe selber zu gestalten, ganz erfolgreich, wie sich dann später auch gezeigt hat. Mhm. Und ansonsten habe ich da wirklich schon Blut geleckt, weil es hat unglaublich Spaß gemacht, dort oben zu stehen und zu repräsentieren, für was man gearbeitet hat die ganze Zeit. Und vor allem, es bildet sich so eine kleine Community aus den Leuten. Je öfter man die Menschen auch sieht auf anderen Wettkämpfen, desto mehr schweißt sich da auch was zusammen, was man dann auf jeden Fall auch später zu schätzen lernt. Du kennst es vielleicht selbst, auch die Verbindung dann über Instagram und über die ganzen Wettkämpfe. Also es ist schon toll, auf jeden Fall. Und jedem da draußen, der mal wirklich Interesse hat, selbst mal auf den Wettkampf zu gehen, ich glaube, da sind wir alle gleich, da hatten wir alle extrem Angst erstmal vor, wer ist da, wer steht da mit mir auf der Bühne und so. Aber letztendlich ist es eine geile Erfahrung und es geht ja eigentlich auch nur darum, Erfahrung zu sammeln und gewisse Werte mitzunehmen und zu vermitteln. Ich meine, im Endeffekt sind wir alle eine relativ große Gemeinschaft, ne? Gerade auch jetzt über Social Media muss man einfach sagen, wenn man da relativ häufig auch in Kontakt steht, ob wir beide das jetzt beispielsweise sind oder ne, auch mit anderen Athleten und Athletinnen, dann ist es nicht nur ein Sport, den man quasi als Einzelgänger betreibt, sondern irgendwo ist es doch eine Gemeinschaft und das ist doch eine ganz tolle Sache. Auf jeden Fall. Und das ist einfach geil zu sehen, wie da jeder seinen Weg so geht. Und vor allem, wenn man sich dann Wettkämpfe später trifft, wo man sieht, wo hat der Fortschritte gemacht, wie hat der sich verändert, was ist möglich, alles so, ja, also Wahnsinn. Freut mich immer wieder, da wirklich die Leute an den Wettkämpfen so zu sehen. Vor allen Dingen für mich persönlich auch, was ist auf naturaler Ebene wirklich alles machbar? Ne, ich meine, viele setzen ihr Potenzial. Ich weiß nicht, Remo, erzähl uns doch mal, warum hast du dich fürs Natural Bodybuilding entschieden? Also für mich kam es noch nie in Frage, Stoff zu nehmen oder Testo, whatever. Mhm. Denn ich hatte es schon immer, ich habe ja schon angefangen mit Fußball, bin von Fußball weiter zu Basketball, habe angefangen dann mit Joggen, kam zum Krafttraining und habe da dann wirklich so meine Leidenschaft entdeckt und habe es schon immer eigentlich für den gesundheitlichen Aspekt gemacht. Ja. Fit zu sein, natürlich ein bisschen Muskulatur aufzubauen. Ich war früher eher wirklich der Typ Hardgainer, ein bisschen schlaksig, man sagt lauchig, klassisch, ne? Und habe dann wirklich angefangen mit dem Training, natürlich auch als Ausgleich zu meiner damaligen Arbeit. Ich war da Koch und unter 10 Stunden bin ich da niemals rausgegangen. Und ich hatte halt wirklich extrem
disziplinierte Chefs, die auch erfolgsorientiert waren. Und genauso hoch war dann auch der Druck natürlich für uns Azubis. Und als guten Ausgleich habe ich dann dazu den Kraftsport für mich entdeckt und muss einfach sagen, ich habe dadurch die perfekte Balance für mich geschaffen. Ich habe da wirklich auch an Muskulatur sehr schnell gewonnen und habe mich da auch sehr schnell mit den Gewichten gesteigert. Und da kam für mich nie in Frage, irgendwo Unterstützung zu holen durch Testo oder andere Anabole. Und wollte immer schon zu dem Punkt kommen, dass Leute eher zu mir sagen, ey, guck dir mal den an, der stofft doch. Und aber du weißt, es ist, man selber weiß es natürlich, man stofft eben nicht und man ist natural. Aber das Feeling ist einfach ein geiles, weil du wirst natürlich schon so mit den Großen verglichen irgendwo. Und das ist schon ein geiles Gefühl. Ich meine, auf der einen Seite, irgendwann gerät man an so einen Punkt, wo es doch etwas nervig ist, weil man sich natürlich auch für gewisse Dinge einfach nicht rechtfertigen muss. Aber meines Erachtens ist es dann doch mit eines der größten Komplimente, die man doch dann auch machen kann, oder? Auf jeden Fall. Also da kann ich dir nur voll zustimmen. Ich glaube auch gerade für dich als Frau im Bodybuilding-Bereich ist es doch auch nochmal was anderes als für mich jetzt in der Mens-Physik-Klasse. Wie ist es, darf ich da einfach mal fragen, wie ist es bei dir? Kommen da auch manche andere Mädels? Weil du hast ja schon, lass mal sagen, fette Arme. Ja. Du hast ja schon ganz gute Keulen da hängen und einfach mal fragen darf, wie ist das eigentlich für dich? Für mich als Frau mit solchen Armen oder was meinst du, wenn ich, ob ich jetzt Komplimente bekomme oder Kritik, wie meinst du? Ich meine, gibt es da zum Beispiel manche Frauen, die sagen, oh, das ist nicht mehr natural möglich so, also solche Oberarme, wie die hat und so ein Rücken, ist natural für eine Frau nicht erreichbar oder gibt es da sowas? Ja, sicherlich. Also diese Kommentare kommen auch relativ häufig, wobei ich sagen muss, dass ich von dem Ganzen immer Abstand halte. Für mich ist wichtig, dass ich mir selbst treu bleibe. Ja. Und das ist, weißt du, das ist für mich so das Einzige, was zählt. Ich weiß, wie Stand der Dinge ist und dass ich wirklich auf die Leistungen, die ich da dementsprechend erbringe oder die Arbeit, die ich in den letzten Jahren mir wirklich da aufgebaut habe, wirklich stolz sein kann. Dass hin und wieder aber mal wirklich ein Kommentar kommt, dass das auf naturaler Ebene wirklich nicht möglich ist. Das ist schon des Häufigeren passiert. Aber ich bin mittlerweile an dem Punkt, dass ich für mich das Ganze dann so aufsauge, das so mit eines als der größten Komplimente ansehe, darüber ein bisschen schmunzel. Aber ich halte von diesem Ganzen wirklich auch mich rechtfertigen, wirklich Abstand, weil das macht müde. Ja, da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Ich meine, sind wir ehrlich, wenn man das Ganze mal auf Social Media betrachtet, da ist vieles Fake dabei. Ob Bildbearbeitung oder trotz alledessen auch Athleten dabei sind, die sich als natural verkaufen und es nicht sind, ist es natürlich schwierig für den einen oder anderen, da wirklich dem auch Glauben zu schenken. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Deswegen bringt es auch gar nichts, da groß irgendwie eine Diskussion auszuweiten. Verstehst du? Dann lässt man das tatsächlich so stehen und nimmt das Ganze für sich dann so auf. Ne? Aber ja, das Kommentar kommt halt des einen oder anderen doch schon häufiger auf, ja. Ich muss sagen, ich bin wahrscheinlich genetisch bedingt eigentlich relativ gut aufgestellt. Ich halte mich auch nur an das Wesentliche. Ich halte mich nicht an Kleinigkeiten auf und ich mache einfach. Du weißt, wenn man gescheit trainiert und dementsprechend dann auch die Ernährung anpasst, ist das kein Hexenwerk. Ja, durchziehen ist einfach wichtig, auf jeden Fall. Das ist mit, glaube ich, das Wichtigste, Routinen schaffen und einfach so einen festen Alltag mit dem Training zu schaffen. Mhm. Weißt du, ich halte immer Abstand davon, wirklich alles bis ins kleinste Detail zu planen. Ja. Also, ne, ich halte mich an das Wesentliche und manchmal hilft auch extrem viel, den Kopf auszuschalten, um da gewisse Fortschritte auch einfach zu erzielen. Einfach machen, verstehst du? Viele reden immer und planen bis ins kleinste Detail und vergessen dabei tatsächlich einfach das Wesentliche. Ja, das stimmt, worauf natürlich auch ankommt. Ne? Und ja, ich manchmal ist es für mich auch etwas erschreckend, weil ich habe das manchmal das Gefühl, die Arme wachsen wie Unkraut. Aber ja, so viele Übungen mache ich dann auch nicht. Ich glaube, manche Leute müssen meinen, dass ich jeden Tag den Bizeps curle, aber nein, das ist natürlich nicht so.
Ja, ist einfach auch ein genetischer Faktor, denke ich mal. Also von daher brauchst du da einfach auch ein bisschen weniger Arme, schätze ich mal, zu trainieren. Das reicht schon, wenn du deinen Rücken ordentlich ranpackst. Ja, das stimmt. Aber vielen Dank. Timo, wie sieht's aus? 2014 hast du deinen ersten Wettkampf bestritten. Wie ist es weitergegangen? Lass uns da noch... Genau, nachdem ich dann wirklich von 25 Personen als Elfte abgeschnitten habe, muss ich sagen, natürlich war es irgendwo enttäuschend, weil man ist in seinem Film, man denkt sich, man hat alles gegeben, man hat wirklich hart geschuftet, man hat hart diätet und man hätte sich mehr erhofft. Aber ich meine, hey, das war der allererste Wettkampf und da ging es rein um Erfahrungen sammeln und auch Leute kennenlernen, erstmal zu gucken, wie ist der Ablauf, wie funktioniert sowas. Und dann habe ich nach 5 Jahren Aufbauen mich in der Men's Physik 2019 mit einem super Team probiert und habe dann den ersten Wettkampf in der ANBF gestartet. 2019 im Oktober war das. Und ganz, ganz viele Leute, ich wollte eigentlich auch wieder ins Bodybuilding gehen, aber ganz viele Leute haben dann mir wirklich auf Instagram geschrieben und drumherum auch im Training haben mich Leute angesprochen und haben dann gefragt, hey, sag mal, in welche Klasse hast du eigentlich vor zu gehen und wo willst du denn eigentlich starten? Und ich habe dann gesagt, ja, eigentlich, ich wollte wieder ins Bodybuilding oder ins Classic, weil die Posen finde ich einfach mega geil und wie die Leute sich da repräsentieren. Und viele, viele haben dann einfach gesagt, hey Remo, du bist ein Typ für Men's Physik. Wirklich, du hast einfach eine super Taille, du hast ein genetisch super starkes Sixpack, die Brust, die Schultern stimmen dazu und versuch dich wirklich bei der Men's Physik. Und das gab mir dann schon stark zu denken. Und letztendlich bin ich dann auch in die Men's Physik gegangen, habe mir die Posen angeeignet, habe mir dann in dem Zeitraum auch überlegt, ob ich mir wieder einen Coach holen soll oder nicht. Aber ich habe dann wirklich gesagt, nee, ich möchte das alles selbst probieren, ich möchte das alles selbst durchziehen und habe mir dann wirklich die Pläne erstellt und auch die Trainings- und Ernährungspläne und habe dann den 5. Platz in der Men's Physik in der ANBF, also in Österreich, erreicht und war damit schon super, super stolz auf mich. Von 25 Personen das allererste Mal mit in der Men's Physik-Klasse Fünfter zu werden, war für mich ein Riesentriumph, definitiv. Ich wollte gerade sagen, ich meine, gerade in der Men's Physik ist es ja auch so, relativ viele Teilnehmer, ne? Was sagtest du, 25? Genau, also die Bühne war voll. Das war krass. Einige standen sogar im Schatten. Das war, weil einfach kein Platz mehr auf der Bühne war. Also es war schon krass. Und vor allem, wenn du dort mit so vielen Leuten stehst. Und ich meine, man schaut ja auf YouTube sich die Leute auch an. Wer ist da mit dabei? Wer könnte da mit dabei sein? Ja. Und wenn du dann einige wieder siehst, dann wird es einem schon anders, weil die sind nicht das erste Mal mit dabei. Die wissen, die kennen ihre Arbeit einfach und die wissen, wie sie sich in Pose oder wie sie sich zu repräsentieren haben da oben. Und es ist ein krasses Gefühl, halt dann trotzdem mit den Letzten da oben zu stehen und dabei zu sein. So, das war schon ein Triumph für mich, definitiv. Das glaube ich. Und jetzt planst du 2022 deine nächste Saison? Genau, 2022 möchte ich wirklich nochmal im Oktober mich dann bei 3 Wettkämpfen nochmal testen, mich selbst testen quasi. Also bei der GmbF habe ich nochmal ganz klar vor zu starten. Ja. Die ANBF würde ich auch nochmal mitnehmen, weil es war einfach auch super schön allgemein. Nochmal vorher waren wir schon 2-3 Tage vorher in Österreich und es war einfach super schön, also auch in Österreich einfach dort ein bisschen noch unterwegs zu sein. Und zu guter Letzt würde ich noch die Schweiz mitnehmen und auch dort noch mal mein Glück versuchen. Denn das sind eigentlich so die gängigsten 3, die ganz, ganz viele Leute mitnehmen. Und ja, das wäre so mein Ziel jetzt für 2022. Okay, da natürlich auch in der Men's Physik. Genau. Okay, und ja. Was wäre so dein größtes Ziel, Remo? Hast du da was vor Augen? Ich meine, jeder hat Träume, Wünsche und Ziele. Lass uns ein wenig teilhaben. Ich denke mal doch, jeder will irgendwo gewinnen und will irgendwo natürlich Turniersieger werden oder in seiner Klasse gewinnen. Ich denke mal, keine Frage, das möchte ich auch irgendwo, aber das ist nicht der höchste Punkt, der für mich dort steht. Ja. Mein höchster Punkt gilt eigentlich nur, das Paket von den Jahren davor zu schlagen.
besser zu repräsentieren, nochmal mehr Peak auf die Posen zu setzen, ins Posing allgemein, ja, gerade im Nachhinein, wo ich mich nochmal dann beobachtet habe über YouTube in der Men's Physik-Kategorie, habe ich dann doch schon festgestellt, dass man hier und da einiges ändern könnte, auch von der Präsentation. Ja. Und da gilt es dran, dann noch einfach noch ein bisschen zu feilen. Und dieses Jahr würde ich mir dann sogar auch schon einen Coach mit an die Seite nehmen, weil ich ja selber einige Leute betreue und da möchte ich dann nicht noch zu sehr meinen Kopf auf mich noch fokussieren und möchte einfach mal jemandem vertrauen, der das Ganze für mich übernimmt. Denn du weißt selber, wie es ist, am Ende verliert man manchmal auch so ein bisschen die Sicht über sich selbst und kann das gar nicht mehr einschätzen. Habe ich jetzt Wasser gezogen? Geht noch was am Körperfett runter? Bin ich prall genug? All solche Faktoren. Und das hat mich wirklich sehr, sehr viel Zeit und Konzentration gekostet. Und die möchte ich dieses Jahr dann einfach mal abgeben. Ja, das verstehe ich. Also ich muss sagen, ich kenne es ja selber, wenn man sich selbst auf einen Wettkampf vorbereitet. Also das ist so viel, es kostet so viel Nerven, weil zum Ende einer Wettkampfdiät, wissen wir alle, funktioniert man eigentlich nur noch. Und wenn man sich da wirklich um alles selbst kümmern muss, ist das so nervenraubend und so anstrengend, dass man davon mal abgesehen, ob man so diese Selbstobjektivität so oder so verliert, hat man irgendwann auch einfach keine Luft mehr, ne? Da irgendwo noch nach links und rechts zu sehen. Das ist gar nicht mehr möglich. Also man fährt ja wirklich nur noch seinen Tunnel und funktioniert, Essen, Kochen, Training, Cardio und dann kommt der nächste Tag, ne? Also eigentlich konzentriert man sich darauf, wenigstens mal nachts gut schlafen zu können. Genau, ja. Ich denke auch, dass da sehr, sehr viel vertuscht wird. Also gerade, man hört zwar, die Leute machen ihre Diät, der war auf der Bühne, der hat diesen Platz erreicht und er liefert auf Instagram immer wieder mal ein Bild, wo er ein Smiley drauf hat, gut gelaunt und so weiter. Aber jeder schiebt dort trotz allem seinen eigenen Film, sein eigenes Kopfkino. Und ich glaube mal, auch die psychischen Aspekte, die werden dann auch oft nicht gezeigt oder auch verraten, was dann eigentlich so abgeht während so einer Prep, gerade in diesen letzten Wochen. Es ist schon krass auf jeden Fall. Also auch gerade in unserem Teilnehmerfeld, auch unter uns Kollegen, gab es dann mal den einen oder anderen, der gesagt hat, ey, sorry, wenn ich da jetzt so war letzte Woche, ich bin ein bisschen psychisch angeknackst, nimm's mir nicht übel. Und da hat man dann schon gemerkt, ja, wir hocken alle in einem Boot. Ja. Also im Endeffekt muss man einfach sagen, hocken wir alle in demselben Boot. Was glaubst du, woran das liegt, dass doch viele die Schattenseiten doch vertuschen? Weil es ist in jeder Sparte nicht alles Gold, was glänzt. Das muss man ganz klar sagen. Und der Wettkampfsport an sich hat relativ viele Schattenseiten, die man natürlich aufgrund dessen, dass man das liebt, was man tut, natürlich auch in Kauf nimmt. Aber man sieht natürlich immer wieder, gerade so im Social-Media-Bereich, dass diese Schattenseiten ja doch nicht präsentiert werden. Ja, also definitiv. Ich denke auch mal, das ist auch natürlich so ein bisschen auch der eigene Stolz des Athleten und natürlich auch, man möchte irgendwo ja auch keine Schwäche zeigen. Es ist, gilt manchmal so, obwohl in diesem Sinn manchmal wahre Schwäche auch wahre Stärke sein kann. Ja. Und ich denke einfach mal, dass deswegen hauptsächlich auch sehr viel vertuscht wird. Denn ganz ehrlich, wenn mich jemand fragt, hey, wie war denn eigentlich so deine Diät? Dann sage ich auch ganz klar, hey, die war schon knallhart, die war schon richtig heftig. Aber es war ein geiles Feeling, weil du bekommst am Ende ja dieses Bonbon auf der Bühne zu stehen und deine Bestform zu präsentieren. Und da vergisst man dann wiederum auch sehr, sehr vieles schon wieder. Aber allgemein, ich habe sehr, sehr viel mit mir selbst im Gedanken gesprochen, mich selbst gepusht und habe dann auch manchmal auch selbst eigene Kritik an mir gehabt. Hey, ist es das Ganze wert? Mann, du quälst dich jetzt hier so endlos rum. Du hast einen schlechten Schlaf, du wachst auf, das tut sich vielleicht auf deine sozialen Aspekte auswirken und so weiter. Ja. Aber im Endeffekt, wenn man dann doch alles rum hat, ist man um ein gutes Stück gewachsen nochmal mit sich selbst. Ich denke auch, also für mich war auch der Weg dorthin wirklich Gold wert. Nicht mal an sich der Bühnenauftritt an sich, sondern wirklich der Weg dorthin, das gibt halt unheimlich viel, ne? Weil du relativ viel über dich lernst und auch neu herausfindest, gerade auch über deine Grenzen hinauszuwachsen. Das ist schon eine tolle Sache. Ne? Ich meine, natürlich geht das Ganze auch anders, weil eine Wettkampfdiät ist nicht unbedingt nötig, um sich da unbedingt irgendwie an seine Grenzen zu bringen. Ne? Aber ja, es war schon
eine gute Erfahrung, die man da hat gemacht. Ja, bist du eigentlich alleine gestartet oder bist du mit einem Team gestartet? Nee, damals. Wie war das bei dir? Bei mir war es damals so, dass ich mich 3 Wochen vor der internationalen deutschen Meisterschaft erst spontan dazu entschieden habe, überhaupt an den Start zu gehen. Wow. Also aber du warst schon mitten in der Diät, in der eigenen Prep. Ja, ich wollte damals halt eigentlich, ich wollte eigentlich nur mal meinen Sixpack sehen. Also ich habe damals die Diät begonnen und habe gedacht, gut, ich würde gerne einfach mal meinen Sixpack sehen, was habe ich so die letzten Jahre wirklich an Arbeit geleistet. Und dann habe ich einfach relativ viel Ausdauer gehabt, sehr, sehr viel, bis ich dann quasi nach fast über 20 Wochen Diät auf einmal dastand und gedacht habe, okay, du musst jetzt all deinen Mut zusammenpacken. Wenn nicht jetzt, wann dann? Und habe mich dann 3 Wochen vor der internationalen Meisterschaft spontan dazu entschlossen, daran teilzunehmen, was natürlich nicht geplant war. Also ich habe nie Wettkampfambitionen gehabt. Also das stand überhaupt nicht irgendwie in Frage. Ja, und natürlich hat man dann nach dem Wettkampf auch Blut geleckt, ne? Und ja, dann krass, sieht man natürlich, was ist überhaupt möglich? Und dann ging es los. Und jetzt bin ich mittendrin, stand nur dabei. Ne? Und du bist ja sogar noch Vizemeisterin geworden, ne? Ja, genau. Ich bin also internationale Vize-deutsche Meisterin geworden. Völlig unerwartet. Und da kann man mal sehen, 3 Wochen vorher angemeldet, was alles möglich ist. Ja, es war halt relativ schwierig, weil ich kam halt hin, ich hatte kein Team. Ich konnte nie posen. Ich habe 3 Wochen vor dem Wettkampf erst das Posing versucht, in irgendeiner Form zu erlernen. Das ist natürlich schwierig, wenn du dorthin kommst und sind andere Damen, die das seit über, weiß ich nicht, 5, 6 Jahren machen, die stehen wie eine 1, während ich in dieser Zeit, weiß ich nicht, schon 6-mal die Pose gewechselt habe, weil ich die Spannung nicht halten kann. Ich meine, wie auch, innerhalb von 3 Wochen schaffst du es niemals, das Ganze so zu erlernen. Ja. Aber ich habe mein Bestmögliches gegeben und das ist dann dabei rumgekommen. Es wird natürlich beim nächsten Wettkampf dann anders sein, aber ich glaube, auch die Erfahrung muss man machen. Auf jeden Fall, man muss Fehler machen. Das gehört mit dazu, ganz klar. In diesem Fall war es ja kein wahrer Fehler, weil du bist ja sehr gut rausgekommen damit. Ja, schön. Ja, kann man so sagen. Remo, ich würde dir zum Abschluss unseres Talks gerne noch das Schlusswort überlassen. Du als mittlerweile Personal Trainer, ambitionierter Wettkampfathlet, vielleicht kannst du unseren Zuschauerinnen und Zuschauer dort draußen, gerade vielleicht auch den Leuten, die noch nie einen Wettkampf bestritten haben, vielleicht noch das ein oder andere mit auf den Weg geben, was für einen Wettkampfathleten wirklich wichtig ist, was man beachten sollte, gerade auch in Bezug auf die Schattenseiten, weil das auch du so schön angesprochen hast. Ja, ganz klar, macht das, was euer Coach sagt. Wenn ihr einen Coach habt, vertraut ihm. Das ist mit das Allerwichtigste. Denkt immer daran, es ist wichtig, auch auf einen Wettkampf zu gehen, um Spaß zu haben, Erfahrung zu sammeln. Denkt nicht daran, dass ihr da hingeht, um Erster zu werden. Ich glaube, das ist mit sehr viel Glück und auch genetischem Können verbunden, wenn man das erstmal auf einen Wettkampf geht. Und sei du selbst, auch egal, wie hart die Zeit ist in einer Diät, denk immer daran, es ist ein Sport, der Spaß machen sollte, in dem man auch seine Leidenschaft reinstecken sollte. Genau. Ja, vielen Dank für deine tollen Worte, lieber Remo. Ich danke dir, dass du heute Gast bei mir warst. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich danke euch, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, dass ihr auch heute wieder dabei wart. Und ich freue mich, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen bei Melissas GmbF Talk. Tschüss, lieber Remo. Danke.